Juventus eröffnet seine Saison traditionell mit einem vereinsinternen Testspiel in den Alpen. In diesem Jahr war die Partie der erste Auftritt Cristiano Ronaldos und der Weltfußballer traf direkt. Fotos AP Sonntag 12. August 2018 19.57 Uhr rund 4000 Einwohner hat Via Perosa. Nun hat ein Fußballspiel wieder mal 5000 Zuschauer ins Stadion des alten Dorfs gezogen. Hier begeht Juventus traditionell seinen Saisonbeginn und spielt gegen das eigene B-Team. Das Besondere in diesem Jahr, Cristiano Ronaldo lief erstmals für seinen neuen Club auf. 600 Polizisten und 200 Ordner sorgten rund um die Begegnung für die Sicherheit. Bei dem Spiel in den Alpen ist es Tradition, dass die Anhänger in der zweiten Hälfte den Dorfplatz stürmen dürfen. Nach 70 Minuten war es soweit, dann wurde die Begegnung beim Stand von 5:0, 4:0 abgebrochen. Da hatte Ronaldo längst getroffen. In der 8. Minute hatte er das 1:0 erzielt. Das verspricht Großes, sagte John Elkann, Vorstandsvorsitzender der Holding Exor der Familie Agnelli, die die Mehrheit an dem Club besitzt. Ronaldo war im Sommer nach 9 Jahren und zahlreichen Titeln, darunter 4 Siegen in der Champions League, vom spanischen Rekordmeister Real Madrid zu Juventus gewechselt. Die Italiener bezahlten für den Portugiesen eine Ablösesumme in Höhe von 112 Millionen Euro. In der Serie A wird Ronaldos Debüt für kommenden Samstag erwartet, wenn der Club auswärts auf Chievo Verona trifft. AEV, DPA, SIT.